Schau nicht ein anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Oh, ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie jetzt geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Ja. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Nee. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Boah. Ey, ach, die ist nicht mehr ganz mit allen Fünfen gewaschen. Scheiße, Mann. Hilft mir, Mann. Oha. Nee. Boah. Schnell, wieder weg. Nee. Wow. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, aber ich wollte zurück. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ich hasse dich jetzt schon, der böse Computerstimme. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Ja. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß... Ich könnte mir ein Hobby suchen. Ja, Tote erwecken vielleicht.
Okay, zur Story. Wir haben da heute schon ein bisschen cool angerufen. Der Kollege hat mir anscheinend einen bösen Roboter wieder erweckt, anscheinend der Haupttestroboter, und jetzt werden wir von dem die ganze Zeit testet, und der scheint irgendwie auf eine Art hässig auf uns zu sein, weil wir ihn anscheinend vor ein paar Jahren höchstwahrscheinlich in Portal 1 der umgebracht haben. Also. Verzeih das Chaos, ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest nicht zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ich wollte anscheinend uns testen. Und ich kann meinen Cursor bewegen. Yeah. Naja. Ich hoffe, wir kommen da lebendig wieder raus. Und ja, ich muss sagen, zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Also, es geht darum, dass ich für längere Zeit ausgeschaltet worden bin, weil ich in die Ferien gegangen. Ja. So. Hä? Ja, lol. Und darum gibt es länger Zeit kein Let's Play mehr, also ich werde heute noch eine grosse Sektion aufladen und dann wäre es auch gewesen. Für 2 Wochen, dann müsst ihr euch halt gedulden. Tja, ich habe leider keine Möglichkeit aufzuladen. So, lol. Ja. Nö. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Hilfe. Oh mein Gott. Okay, ich spür's schon. Ich werde im ganzen Let's Play von dieser Computerstimme gemobbt. Und sie hat meine Kugelkollege kaputt gemacht. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten.